Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Sly Raccoon. So, wir gehen hier gleich mal ins Rennen rein. Und Bentley quatscht wahrscheinlich jetzt ein bisschen, oder? Larry, was machst du da unten? Nun, ich stehe so auf meinem Posten und entdecke auf einmal diesen Eisstand. Da sage ich zu mir, Mensch Mary, du brauchst dringend Energie. Naja, dann bin ich rüber und plötzlich sind überall Affen, die mich nerven, mit ihnen ein Rennen über 3 Runden zu fahren, um einen Schlüssel zu bekommen. Wir brauchen den Schlüssel. Meinst du, du schaffst das? Komm schon, Sly. Das ist ein Haufen Affen. Ich und verlieren? Gesteuert wird mit dem linken Analogstick und mit der Quadrattaste kannst du die gesammelten Metro-Boosts einsetzen. Bleib von den eisigen Stücken weg. Danke für den Rat, Sly. Aber vertrau mir, ich habe alles unter Kontrolle. Ja gut, war doch nicht Bentley, aber naja. Okay, ich hoffe... Ach Gott, es fängt schon mal super an. Ah, der hat auch einen Fehler gemacht. Ich habe aber die Nitro nicht bekommen. Lol, was ist los mit denen? Nein, der hat sie mir geklaut. Wieso sind die so schnell? Oder kommt mir das nur so vor? Ich hoffe, das kommt mir nur so vor. Oh Gott. Schön. Jetzt. Ja, genau so wollte ich das machen. Genau so. Und nicht anders, ne. Übrigens schon eine Runde vorbei. Warum auch immer. Habe ich gar nicht bemerkt. Aber ich bin Zweiter. Das ist sehr gut. Und ich will eigentlich 5 haben. Na, besten Dank. Ich glaube, die setzen das sowieso nicht ein. Hoffe ich. Wow, ich gebe ihm noch Anschub. Letzte Runde. Hä, wo ist denn die Ziellinie? Wollt ihr mich verarschen? Bin ich blind oder was? Ich hab's wirklich nicht gesehen. Immer noch nicht, nee. Wow, das war nicht so schlau. Na komm, machen wir hier nochmal. Ach da! Jetzt haben wir den Schlüssel. Aber es war ja sehr weit vorne eigentlich, ne? Und wir sind jetzt schon bei 70%. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ich hatte ja mal am Anfang erwähnt, dass man mit allem so bei 76 ist. Aber das kann dann ja gar nicht sein. Ich meine, ein bisschen kommt ja noch. Noch ein Gebiet, um genau zu sein. Da sind ja toll schon 5, ne? Na, dann gehe ich halt erst hier hoch. Zack. Duell des Drachen. Das Gute ist, das hat jetzt halt nicht lange gedauert, ne? Oh, ich glaube, ich weiß, was das für ein Level ist. Das ist richtig cool. Vielleicht erinnert sich noch welche an Tango für 2. Mehr sage ich nicht. Halt, Waschbär! Wie könnte ich stehen bleiben, wenn mein Herz bei deinem Anblick rast? Maul halten, Ringelschwänzchen. Ich weiß nicht, was du hier in China treibst, aber sicher führst du nichts Gutes im Schilde. Du kannst nur Augen für mich haben, wenn du nicht siehst, was hier vor sich geht. Alles, was ich sehe, ist ein Dieb, der dem Gesetz schon zu lange davonläuft. Ich bin stolz, ein Dieb zu sein. Besonders, wenn ich einen miesen Erpresser wie den Panda-König bestehle. Mach die Augen auf, Detective. Diese seltsamen Tempel hier sind die Fassade für eine illegale Sprengstofffabrik. Versuch nicht abzulenken. Ihr Kriminellen seid alle gleich und keiner kann dem Gesetz entkommen. Ich meine, sie fragt mich, was ich hier mache in China. Aber was macht sie bitte in China? Ich meine, wieso ist die Polizistin für die ganze Welt, oder was? Was ist los mit der? Komisch. Ich meine, die verfolgt mich auch überall hin, ne? Das muss doch was bedeuten, ja. Ich find's auch mal so lustig, ey. Wie er sie mal anmacht. Naja. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Okay, warte, ich muss... Muss ich daran?
Ne, eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das ist eh nur dafür. Ach, Kacke. Wow. Ich komme von da aber noch rauf, ja. Da muss ich, glaube ich, ne? Nö. Naja. Bevor ich getroffen werde, lieber noch mal ein Stück zur Seite gehen. Das ist halt ein bisschen gefährlich. Gerade. Ich habe nicht mehr jetzt meine Ruhe. Mein Gott. Nervt doch nicht. Okay, nice. Zack. Runter, ne? Okay, jetzt habe ich meine Ruhe kurz. Wie sie da oben steht. Sieht ganz gut aus. Wie viel braucht man hier? 40. Eieiei. Oh, wieso ist das nicht gefroren? Hm. Oh Gott. Okay. Zack. Zack. Immer so weiter. Da kann einem nichts passieren. Denn noch die hunderte Millionen Hinweisflaschen sammeln. Oh Gott. Okay, sieht wieder eigentlich ganz gut aus. Hoffe ich mal. Ist hier nicht gleich auch noch ein Gegner? Ja, da. Okay, jetzt hier lang. Checkpoint. So. Wow, so knapp. Das auch. Das mal nicht. Okay, nice. Wie viele fehlen mir noch? Oh, ich hab alle. Bedauerlicherweise scheint dieser Code in Eulendialekt geschrieben zu sein. Ich werde ihn nicht knacken können, bevor wir den Vogel, der ihn geschaffen hat, nicht gefunden und besiegt haben. Wow. Das ist bedauerlich. Scheiße. Jetzt muss ich das Level ja nochmal machen. Aber erst wenn wir den Vogel gefunden haben, der das geschaffen hat. Oder so. Na, was er gesagt hat. Gib dir keine Blöße, Cooper. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. nice. Okay. Heißt aber, so wie ich es geplant habe, wird das auf jeden Fall geschehen. Wir werden es wohl doch in dem Part schaffen, denn jetzt kommt eigentlich eins, was nicht so lang ist, ne? Eigentlich nicht. Ah, siehst du, ich hab's schon wieder getan. Hab's halt schon wieder getan. Naja. Also darüber geredet. Ich glaube, das war nicht so schwer wie das andere. Also ich fand das andere schon schwer. Wow, wir einfach mal aufgehört hat zu reden. Warum auch immer. Ich bin nur durch die Tür gegangen. Also, du bist weg. Ja, du auch. So, und jetzt geht's schon rein. Müssen wir hier durch und dann kommt's irgendwann wieder raus. Achtung, Achtung, meine teuren Angestellten. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass sich auf dem Gebiet der Feuerwerksfabrik ein Dieb herumtreibt. Bitte beteiligen Sie sich bei der Suche und töten Sie den Eindringling sofort. Vielen Dank, das ist alles. Alles? Warte. Was hat mir das gebracht? Außer, dass da jetzt ein Loch ist. Hätte mich jetzt gerade mal interessiert. Oder war da noch eine Rakete? Sehr ärgerlich. Das
So, schnell alles einsammeln. So, da geht's raus. Und jetzt wird's, glaube ich, manchmal ein bisschen anstrengend. Man sieht da hinten schon. Und lol, hier habe ich den gekillt. Ah. Schnell, 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 schnell. Schön. Okay, das sind Münzen. Brauche ich nicht. Okay, schnell, 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 schnell. Was? Es geht noch weiter. Ja. Ja. Ah, das war's schon. Wow. Und ich glaube, hier steckt er auch nicht ab. Aber naja, gut. Hab ich halt gedacht. Dem war aber nicht so. Leider nicht, ne. Ah, doch, 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 er ist abgestiegen. Wow, ich konnte mich an irgendwas daran erinnern. Hab ich hier alle? Also, bla bla bla, ja. Denke mal. Ja, hab ich. So, gut, dann geht's jetzt schon zum Boss. Erstmal die Schlüssel und dann festhalten und ab geht's. Ich sehe, du trägst den Stock dieses nervigen Cooper-Clans. Bist du gekommen, um dich zu rächen? Um das Buch des Meisterdiebs zurückzustehlen? Das war zuerst mein Plan, aber jetzt möchte ich lieber dein mieses Geschäft mit der Lawinenerpressung beenden. Warum kümmert es dich, wenn ich ein paar lausige Dörfer unterm Schnee begrabe? Du bist ein Dieb, wie ich. Das stimmt nur halb. Ich bin ein Dieb aus einer langen Reihe von Meisterdieben. Und du bist ein frustrierter Feuerwerker, der zum mordlüsternen Pyromanen geworden ist. Unverschämter Bengel! Für diese Respektlosigkeit wirst du teuer bezahlen. Aus Achtung vor der Cooper-Dynastie werde ich dich mit meinem neuesten Feuerwerkskörper zur Hölle schicken. Flame Fu. Ja. Man sieht schon. Ganz krasser Typ. Okay. Er macht halt immer so, ne? Er sagt es an. Kann man sich ein bisschen darauf vorbereiten. Weil auch nur ein bisschen. Was? Nicht sein Ernst. Feuriges Rad. Was war das? Okay, feuriges Rad springen und bei dem anderen in der Mitte stehen bleiben. Ja, gut, da aus. Da einfach nur ausweichen. Okay, wir haben schon über die Hälfte. Wow. Ey, komm, das gibt's doch nicht. Oh, yes. Hämmernder Schlagpalmen des Donners, feuriges Rad. Dein Umgang mit diesem Stock ist einmalig. Ja. Sly, ich habe das Metall analysiert, aus dem das Hightech-Fahrzeug gebaut ist. Es hat sich herausgestellt, dass man es nur an einem Ort auf der Welt findet. Dem Krakkarow-Vulkan in Russland. Dort muss sich das fünfte Mitglied der Teuflischen Fünf aufhalten. Also, hol dir, wofür du gekommen bist. Und dann raus hier. Der Abschnitt des Buchs des Meisterdiebs, den ich dem Panda-König abnahm, enthielt einige technische Raffinessen meines Urahnen Otto Van Cooper, der allerlei Vehikel für seine Beutezüge benutzte. Murray konnte so ein paar coole Extras in unseren Van einbauen. Die frustrierte Inspektor Fox, die mich bei meinem Abstieg von den Bergen verpasst hatte,
warf den Panda-König kurzerhand ins Gefängnis und beendete auf diese Weise sein Lawinenschutzprogramm und sorgte so für die Sicherheit der Bergdörfer in ganz China. Wir gönnten uns eine Verschnaufpause in Hongkong, inklusive der obligatorischen Einkaufstouren, und planten unseren nächsten Coup. Nice, mal wieder. Aber eigentlich... Partner, das ist es! Ein Trip zu Glockwerks Stützpunkt! Eigentlich wollte ich das noch nicht anfangen, aber es ist noch zu viel Zeit da, würde ich sagen. Und er hat schon gesagt, Glockwerk, ja, ein Vogel ist es auch, das wissen wir. Und jetzt kommt die... Oh, das ist, die Story ist sowieso schon geil, aber jetzt kommt der Höhepunkt und der ist einfach nur bombastisch. Okay, Partner, das... Auf dem Weg zum Krakarow-Vulkan in Russland überflog ich Informationen zu den Teuflischen Fünf. Mir fiel auf, dass die eulenartige Gestalt aus den vier Teilen des Buchs des Meisterdiebs den Polizeibildern des mysteriösen Glockwerks sehr ähnlich war. War das nur Zufall? Hatte ich etwas verpasst? Sly Cooper in The Cold Heart of Hate. Straße in Glockwerks Festung ist versperrt. Wärst du so gut, das Schloss kaputt zu schießen, Kumpel? Ja, man merkt schon, wo das, wo es hingeht, ne? Also die Story. Oh, pass auf die Minen auf! Meinst du, du kannst sie in die Luft jagen und uns einen Weg freiräumen? Das ist halt mega cool. Ich meine, er ist auf einmal auf allen Seiten, die wir da von den Teuflischen 5 bekommen haben, ist der drauf. Bingo! Nach meinem Scanner hat Glockwerk sich in diesem eulenförmigen Turm verkrochen. Das Wichtigste zuerst! Feindliche Robo-Falken auf 12 Uhr, Sly! Oh, ich treffe nicht. Ich glaube auf die, ja genau, die rot werden, greifen mich an, also auf die muss ich... Es ist kein Turm, es ist ein riesiger Todesstrahler! Sly, zerstöre die Steine oder wir haben Probleme! Die muss ich halt aufpassen und wow. Ja, es ist nicht so leicht hier, ne? Man muss halt, also die Minen sind schon sehr leicht eigentlich. Die Vögel, ja, die sind da schon etwas schwerer. Muss man sagen. Wobei, also das Spiel besteht in dem fünften Gebiet eigentlich nur aus so kleinere Sachen. Wobei sich das halt auch sehr stark variiert eigentlich. Deswegen ist das auch ziemlich cool, ja. Oh nein. Bitte? Nice. Okay, jetzt. Es ist kein Turm, es ist ein riesiger Todesstrahler. Sly, zerstöre die Steine oder wir haben Probleme. Okay, das waren alle. Ich glaube, jetzt kommen nochmal Vögel, ne? Die Robo-Falken sind zurück. Genau. Komm, oh Gott. Ey, komm, eilig. No. Genau deswegen sollte er sich beeilen. Denn hier sind wieder Minen. Plus so eine komischen Felsen mit grünem Etwas drin. Okay, gut, das habe ich ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Und nun geht's weiter mit Robofalken. Scheiß Robofalken. Sind das überhaupt Robo-Falken? Ich weiß es nicht. Können es nicht normale Falken sein? Komm,
Oh Gott. Und jetzt er? Guter Schuss, Sly. Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Oh, Murray. Diese Höhle sieht nicht hoch genug aus für den Geschützturm. Oh. Wir müssen durch das Sicherheitstor auf der anderen Seite der Höhle kommen. Der einzige Weg, es zu öffnen, ist die Analyse von 60 dieser hängenden Computer. Wäre einfach zu schaffen, wenn Murray unser neues Geschütz nicht ruiniert hätte. Kein Problem. Ich hacke mich in die Computerverbindungen ein, damit sie zu Boden fallen. Anschließend muss Murray mit dem Van über sie drüber fahren. Okay, Murray, vergiss nicht, unseren neuen Rambocken mit der Quadrattaste zu benutzen, wenn dich jemand von diesen Computern fernhalten will. Murray, da oben sind nur ein... Eigentlich, ich weiß nicht, wie das jetzt noch ist hier. Also ich muss auf jeden Fall, ne, früher als die 60 haben. Oh mein Gott. Was halt schon sehr scheiße ist, weil die viel mehr sind und voll OP sind die. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange, ne? Wäre schon ziemlich ärgerlich. Ah, nice. Aber wobei, das ist eigentlich nicht so schwer, ne? Komm, verpiss doch. So, nein. Man sollte vielleicht auch manchmal nicht auf die Computer gehen als erstes, sondern auf die Gegner. Ja, das schaffe ich locker. Oder? Ja, doch. Ja. Come on. Piss dich. Aber mal wegstoßen. Ins Nichts. Das Blöde ist, gleich geht's noch weiter, ne? Ist klar, oder? Wobei ich glaube, da kann ich stehen bleiben, weil ich da rumlaufen muss. Oh, noch drei. Zack. Und fertig. Gut gemacht, Murray. Jetzt haben wir genug Daten, um die Sicherheitstüren zu öffnen. Dahinter befindet sich der Kontrollraum und Lockdarks Todesstrahlerturm. Ich schätze, es ist Zeit für einen Kuba-Meisterdieb und etwas Sabotage. Oder Sly? Pass auf, Sly! Diese Platten sind vermint. Du verschwindest besser von da. Warte, das ist Carmelita. Sie ist gefangen. Geschieht dem Weib recht. Sie war von Anfang an hinter uns her. Das ist nur ein Missverständnis. Wir müssen sie befreien. Bist du verrückt, Sly? Clockwork hat sie da eingesperrt, um dich anzulocken. Aber wenn ich nichts tue, ist Carmelita verloren. Außerdem würde das Stehlen ohne sie gar keinen Spaß machen. Sly, deine lächerliche Waschbärenlogik verursacht bei mir eine Gänsehaut. Aber wenn du unbedingt willst... Das Fass dort wird dir sicher gute Dienste leisten. Aber ich habe keine Ahnung, wie du da hochkommst. Kumpel, ein Turmsprung hier, ein Railslide da. Das habe ich schon 1000 Mal gemacht. Genau, schon 1000 Male. Könnte sogar sein, wenn man das alles zusammenzählt. Aber wie es weitergeht, ne? Ob wir Carmelita retten und ob wir Clockwork besiegen im nächsten Part. Okay, das mit Clockwork bin ich mir nicht sicher. Aber mal gucken, was mit Carmelita so passiert, ne? Ich weiß es ja leider schon, aber naja. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, hoffe, euch hat der Part gefallen und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, ne? Hört sich an wie so eine TV-Serie, die jede Woche um 12 Uhr kommt oder so. Bis dann und ciao.